Guten Morgen, liebe Trader. Thank God it's Friday. Freitag, 3. Februar 2017. Interessanter Morning Espresso heute. Fangen wir direkt an. Märkte Tradeplan. Über Nacht gemischtes Bild, weil der China Kaixin Manufacturing PMI schlechter kam als erwartet und weil die Märkte auf wenig Liquidität seitwärts bewegend gerade auf die sehr, sehr wichtigen Non-Farm Payrolls heute warten. Gestern wichtig gewesen, Carney gesprochen und die Bank of England hat wie erwartet nichts gemacht. Wichtig hier nur zu wissen, Carney sagte, mindestens für die nächsten 12 Monate keine Zinserhöhung in der UK. Sie müssen erstmal abwarten. Fed, wir erinnern uns, weniger hawkisch, also weniger dahingesprochen, dass Zinsen sich erhöhen. Marktpreis 2, nicht mehr 3 Zinsschritte für die Fed ein. Und die EZB hat versucht, über Pret und Cœur die Inflationsdaten, die stärker gekommen waren, das führt dazu, dass die Marktteilnehmer man nennt das Wort Tapering auf Englisch. Also um es für die Laien zu sagen, EZB bildlich dargestellt, druckt Euros ohne Ende, damit der Euro billig wird. Jetzt kommt aber Inflation rein, relativ schnell, relativ viel. Endlich. Für die. Aber es kommt schlechte Inflation rein, kein Wirtschaftswachstum oder nur Verhalteneres dahinter. Es kommt Inflation, die wir importieren, eben durch Food und Energy, also Kosten für Lebensmittel und Energie. Die wird rausgerechnet und dann sagen einfach zwei Sprecher, zwei der Banker der EZB sagen dann, Pret und Cœur, okay, wir haben die Inflationsdaten nicht so, wenn wir Energy und Rohstoffe rausrechnen, wie wir sie gerne hätten. Das ist dahingehend zu verstehen, der Markt versucht schon, die EZB zu spielen, dass sie weniger Euros drucken. Ich versuche es simplistisch auszudrücken, weil die Marktteilnehmer spielen immer nur die Zukunft. Das wiederum heißt, Euro nicht so schwach wie erwartet und wie der Markt positioniert ist. Und das heißt, Druck für steigende Europreise. Okay? Und das versuchen die Herren der EZB natürlich durch Worte runterzureden, diesen Druck, den Markt darauf einzustellen, nein, nein, wir machen hier weiter mit Gelddrucken. Ganz simplistisch gesagt. Okay, dann Unemployment Claims kamen 246.000, weniger als erwartet. Wir halten fest, Donnerstag ADP, ich zeige es nochmal ganz kurz, hervorragend gekommen, wirklich hervorragend. Und ich sagte, Morning Espresso, früher haben wir auf den ADP geschaut, um zu sehen, ob das ein Indikator ist, ob die Freitags-NFP-Zahlen besser kommen. Dann haben wir damit aufgehört, weil die Korrelation zusammengebrochen war. Aber das haben wir im Hinterkopf. Sehr gute ADP-Zahlen am Donnerstag und weniger Arbeitslosenanträge gestern. Das bedeutet, heute dieser sehr, sehr wichtige Non-Farm-Payroll-Tag, vielleicht kommen die Non-Farm-Payroll-Zahlen sehr, 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 sehr gut. Und das würde dann eine sofortige Dollarstärke im Markt auslösen. Hier sehen wir also die Durchschnittsgehälter pro Stunde, das ist wichtig. Da sehen wir, da ist weniger inflationärer Druck, der erwartet wird. Dann 170.000, die magische Zahl hier ist 175.000, kommt irgendwas über 175.000, können wir also eine gute Dollarstärke erwarten. Und die Arbeitslosenzahlen wird erwartet, dass die Quote weiterhin bei 4,7% bleibt. Dann haben wir noch Non-Manufacturing PMI. Es wird auch weiterhin bullisch erwartet, alles über 50 ist bullisch, aber minimal schwächer, aber dann ist sowieso schon 16 Uhr London, die gehen schon nach Hause, also das macht alles keinen Sinn mehr da zu handeln. Und beim Pfund, Services PMI ist schlechter gekommen, wir haben eine sofortige Schwäche im Pfund gesehen, kam runter und das ist wichtig für Australien. Als auch das insgesamte Risikosentiment im Markt. China Manufacturing PMI kam leicht schlechter. Und das ist erstmal, oh, hab 8 Stellung. So, jetzt habe ich, glaube ich, die ganze Folie hier doch schon erklärt, was ja auch okay ist. Ah ja, gestern, das war auch noch interessant. Bank of Japan hat ja auch nichts an den Zinsen gemacht, kommt aber rein und kauft nur über Nacht 520 Milliarden ihrer eigenen Schulden. Nochmal, das machen ja die großen Zentralbanken, EZB macht das, Bank of Japan macht das. Die Treasury druckt Geld und die Zentralbank kauft es selber. Das ist so, als wenn du dir Geld druckst und es dir selber leihst, wissend, dass du es dir eh nie zurückzahlst. So, 520 Milliarden ist wesentlich weniger als 1,27 Billionen letzten Freitag. Sofort weniger Nachfrage heißt weniger Nachfrage, fallende Preise.
Bei Rentenpapieren ist es so, Staatsanleihenpreise fallen aufgrund von der mathematischen Formel hohe Zinsen. Marc war völlig außer sich, was ist da los? Wir sehen es auch an der Reaktion. Yen reagiert darauf. Und dann kamen sie rein und haben den ganzen Markt überrascht und gesagt, wir kaufen unlimitiert 5 bis 10 Jahre unsere eigenen Staatsanleihen. Und zwar 10 Jahre bei 0,11 Basispunkten fix. Also es gibt in Japan keine normale freie Marktfindung mehr, sondern die Staatsanleihen, das sogenannte Smart Money, die Rentenhändler, können nur das machen und folgen, was die Zentralbank sagt. Und die loggen hier einfach ein, wie viel du für 10 Jahre lang, wenn du dem Staat Geld leihst, bekommst. Also 0,11%. Aussie-Dollar hielt sich trotz des negativen Kaijins recht gut. Das spricht für eine inhärente Long-Positionierung im Markt. Und folgend haben wir noch 3 Slides über Aussie-Dollar. Bank of Japan Minutes, die hatten ja diese Woche auch eine Zinsentscheidung, zeigen, dass die Wirtschaft langsam wächst und auch nur aufgrund von Exporten und das auch nur aufgrund von einem schwachen Yen. People's Bank of China rundherum einfach die Zinssätze innerhalb des Interbankenmarktes erhöht. Zu kompliziert, einfach nur im Hinterkopf behalten, okay, die machen, was ist der Preis von Geld? Der Preis von Geld ist Zinsen. Und wenn Zinsen erhöhen, dann wird Geld teurer. Wichtig, ja? Geld ist das Blut im Körperkreislauf jeder Wirtschaft. Und hier wird das Blut quasi ein bisschen teurer gemacht. EZB, Kör und Prett reden in Euro schwächer, habe ich eben gerade versucht zu erklären. Meine persönliche Meinung lächerlich in Bezug auf Inflation. Wenn ich nun mal mehr an der Tanke und mehr für mein Heizöl und mehr für mein Gas bezahlen muss und wenn nun mal mein Einkauf im Rewe teurer ist, dann ist das für mich Inflation. Die Herren der Zentralbank rechnen das aber raus und sagen, naja, außer von Food und Energy ist es ja nicht so wild mit der Inflation. Das ist ein politisches Spiel. Gold abgewiesen am 11-Wochen-Hoch. Warum? Weil natürlich Dollar ein bisschen stärker geworden ist. Aber hier, das ist wichtig. Kupfer hat sofort auf den Caixin-Report reagiert, der ein bisschen schlechter kam, war ja Manufaktur und minus 1% geschlossen. Öl weiterhin um die 54, wenn Öl dann nachhaltig ausbricht, heißt kanadischer Dollar stärker, richtig. Und Fund Services PMI kam eben schwächer als erwartet. Zudem, wie gesagt, die Bank of England sagte, mindestens 12 Monate keine Zinserhöhung führt zu schwächerem Fund. Können wir uns hier auch angucken. Hier, das waren eben die Zahlen im Fund, schlechter gekommen als erwartet. Rauscht der Kamerad direkt ab. Über Nacht wäre es stark. Australien ist stark, logisch. Dollar wieder ein bisschen stärker geworden, kanadischer Dollar. Euro eigentlich um die Nulllinie, interessanterweise schwach, Neuseeland-Dollar. Wir wissen auch warum. Diese Woche kamen schlechter als erwartete Zahlen und der Yen abgeschmiert. Jens war hier in der letzten Stunde schwach, aber stärker, aber über Nacht Schwäche. Das heißt also, Dollar, Aussie stark, Gold runter, bedeutet Risk on. Yen schwach, Risk on. Wir sind ein risikoliebendes Umfeld. Während wir jetzt in die NFP-Zahlen reinlaufen. Kurzer Blick auf die Aktien. Okay, gemischtes Bild, marginal positiv. Kakeron, UK leicht plus, Deutschland unchanged mit 0,07%. China zurückgekommen wegen dem Kaishin ein bisschen gelitten. Japan ein bisschen gelitten, aber alles nicht so wild. Also, okay, Gold wieder leicht höher. Gemischtes Bild, bunt unchanged. Gemischtes Bild weiterhin. Völlig normal, wenn wir heute in die NFP reinlaufen. Politisch wichtig, dafür kann ich Freitag und Montag mal nutzen, weil ich da ja nicht trade, kann ich euch was beibringen. Brexit White Paper von der May, gestern vorgestellt worden oder vorgestern, sieht am Ende Notgesetze vor. Notgesetze kennen wir doch, oder? Wer Geschichte kennt, genau richtig. Ich will nicht zu tief da reingehen, aber. Es bedeutet, dass sie sagen, wenn der Exit-Deal mit der EU nicht so verläuft, wie sie sich das vorstellt, dann wird sie das Abschmieren der Wirtschaft durch Notstandsgesetze oder Notgesetze oder Legislation einfach nur verhindern wollen. Sehr, sehr wichtiger Punkt, allerletzter Absatz in diesem Papier. Dann Trump erlässt Executive Order, dass Dodd-Frank und vor allem die Volcker-Rule geprüft würden. Massiver Vorteil für US-Banken. Also Dodd-Frank, vor allen Dingen aber Volcker Rule war und ist dafür verantwortlich, dass Banken keinen Eigenhandel mehr betreiben dürfen, sondern nur noch das sogenannte Market Making für Kunden. Seminarteilnehmer wissen, wovon ich rede.
Kommt aber das dazu, dass dieses Gesetz aufgeweicht wird, dann ist das ein massiver Vorteil, ich wiederhole es nochmal, massiver Vorteil für US-Banken, massiv. Die EU-Banken werden natürlich weiter gegängelt, die US-Banken nicht, der Trade daraus ist logisch. Okay, Tradeplan für heute. Möchten uns natürlich Pfund gegen Dollar angucken. Pfund, keine Zinserhöhung, Brexit, Sentiment negativ. Und Dollar, Fed zwar weniger hawkisch, aber Trump, wie gesagt, macht ernst mit seiner Legislatur. Und wenn er den Banken hilft, wir erinnern uns, wen er alles von Goldman bei sich in die neue Administration reingenommen hat, dann ist das super bullish für Banken. Super bullish für Banken heißt gut für die Wirtschaft. ADP war gut, Unemployment gestern war gut. Wir zocken im Moment auf eine, oder wir erwarten eine höhere NFP-Zahl. Warnung, wer heute handelt, nochmal, wer heute handelt, ist eher ein Zocker als ein Trader. Heute ist erhöhtes Risiko im Markt aufgrund der NFP. Du kannst auch hier bei mir um die Ecke ins Casino gehen, das ist ein paar hundert Meter entfernt, kannst da auf Rot oder Schwarz setzen. Wir wissen nicht, wie der Markt reagiert vor der Zahl und wenn die Zahl dann kommt. Es kommt auf die Positionierung an. Swing Trade, Long Aussie gegen Pfund, besprechen wir dann gleich. Hier ganz kurz der Trade von gestern, Morning Espresso abgesetzt. Hier, Markt nie zurückgekommen, hier wollte ich kaufen, Markt direkte Mundo durchgegangen, fast bis an das Target, fast, nicht ganz, ja, abgewiesen worden, konsolidiert hier, kein klares Bild. Freitag Gewinnmitnahmen und NFP, nichts zu tun hier, ja. Richtung aber logischerweise völlig richtig gehabt, aber die Stärke im australischen Dollar war viel zu stark, das habe ich unterschätzt. Wir hätten also tatsächlich direkt Gas geben können und müssen. Zwei Szenarien, die ich mir vorstellen kann, obwohl ich sie heute nicht handeln würde, aber ich lasse sie mal eingezeichnet. Das ist Retracement zum Roll Reversal Target 1, Backtest into Value Retarget 2. Oder aber Overshoot, Pound-Paare, alles mit Pound-Retracen, sehr, sehr tief. Wir haben einen sogenannten Square-Up, der hier noch nicht passiert ist. Die ganze Region ist, wo wir sowieso eine Reaktion des Marktes erwarten und dann wieder genügend Verkäufer anzuziehen und hier runter. Das ist Pfund. Jetzt zu dem Swing-Trade. Aussie gegen Pfund. Schauen wir uns die Fundamentaldaten mal an. Also, Australien, höchster Handelsüberschuss überhaupt. Das ist der höchste Handelsüberschuss überhaupt. Wir erinnern uns, letzter Zinsschritt war, die Zinsen zu senken auf 1,5%. Und der Markt erwartet jetzt, dass frühestens im November 17, ansonsten Konsensus Februar 18, der erste Zinsschritt nach oben von der Zentralbank in Australien getätigt wird. Das Haushaltsbudget der Aussies rechnet mit $55 pro Tonne Eisenerz. Wir haben aber nach diesem Neujahrswochenfeiertagen in China den Eisenerzmarkt mit $83.34 aufgemacht. Das heißt, Australien hat mächtig Kohle durch diesen Handelsüberschuss. Ja? Der australische Dollar hatte den besten Start mit plus 5,2% im Januar ever. Er hat noch nie so gut gestartet. Und hier ist die Anzeige Eisenerz in China an diesem Punkt reingeliefert für die Rohstoffhändler, zieht an. Und das ist super, weil wenn das Budget mit 55 gerechnet wird, Haushaltsbudget, und die aber $83 machen, dann haben sie jetzt zusätzliches Geld, um ihr sogenanntes AAA-Rating zu schützen und um anstatt fiskal Ausgaben zu kürzen, unter Umständen den zusätzlichen Gewinn, wir nennen das auf Englisch Windfall Profit, für Fiskalausgaben zu geben. Wenn Sie die Fiskalausgaben erhöhen, dann bedeutet das Wirtschaftswachstum. Ja? Also dieser Handelsüberschuss wird umgerechnet, diese erhöhten Eisenerzpreise, die zu diesem massiven Handelsüberschuss geführt haben, wird umgerechnet und man sagt, wir rechnen damit, dass das für das vierte Quartal 3% zusätzliche Prozent Wirtschaftswachstum ausmacht. Das heißt, australischer Dollar willst du im Moment jedes Retracement kaufen. Kaufen, kaufen, kaufen. Hier war ein Aussie Yen von dieser Woche. Auch den habe ich viel zu aggressiv hier unten kaufen wollen.
Der Markt geht und geht und geht und ich gehe jetzt davon aus, dass wir dieses Target sehen. Nächste Woche gehe ich davon aus. Pound gegen Aussie, Wochenchart down. Daily Chart konsolidiert down. 4-Stunden-Chart, hier genau, wo wir eine Reaktion erwarten haben, down. Und jetzt der Stundenchart. Und ich wünschte wirklich, heute wäre nicht Freitag, weil es ist super. Fake-Ausbruch nach oben und dann, der Frank wird sich schon freuen, klassischer Flag-Trade nach unten, fundamentale Treiber auf deiner Seite. Es ist Bombe. Also dieser Trade ist so gut. Montagmorgen schaue ich mir das an und es wird einer sein, den ich absetzen werde. Finde ich einfach großartig. Vielleicht gibt es noch ein anderes Paar, was schwach ist, nicht unbedingt Pfund, werden wir uns dann anschauen. Video schon wieder viel zu lang, 15,5 Minuten. Ich wünsche euch ein super schönes Wochenende. Erholt euch gut, viel Freude und wir sprechen uns am Montag. Danke euch, bis dann, ciao, ciao.